immer mitten rein ins Getümmel. Strobo-Party, wo bist du? Ich seh dich nicht. Ist ein bisschen nebelig hier. Hast du was gesagt? Versteh dich nicht. Willst noch was zu trinken haben? Klar, regel ich. Wollte eh grad an ne Bar zum Feiern, reicht mein Pegel nicht. Ab hier geht die Geschichte weiter mit Eskalation. Und wie sie endet, na, ich denke mal, das wisst ihr schon. Ich brauche neue Freunde, die besser auf mich aufpassen und mich zu meinem eigenen Schutz nicht mehr aus dem Haus lassen. Ich brauche neue Freunde, die besser auf mich aufpassen. Cut, nächster Tag, hab nen krassen Schädel. Ich kann mich zwar an nix erinnern, aber noch lebe ich. Ich glaub, ich muss jetzt Job, aber ich verspäte mich. Denn erstmal Kaffee, ernsthaft, ohne Kaffee geht es nicht. Aber auf Arbeit ist dann nochmal schlimmer als gedacht. Jemand von euch Pissern hat sich nämlich hier einen Spaß gemacht. Vor mir steht mein Chef mit Partypics von letzter Nacht. Weiße Linien, nackte Ärsche, Dokumente einer Schlacht. Mir egal, Job war eh scheiße, aber trotzdem. Ich brauche neue Freunde, die besser auf mich aufpassen und mich zu meinem eigenen Schutz nicht mehr aus dem Haus lassen. Ich brauche neue Freunde, die besser auf mich aufpassen. Yep, yep, yep. Das ist mein Problem, ich weiß nicht, wie man's löst. Egal wie ich es anfange, es endet desaströs. Doch ich sage mir, so kann es nicht weitergehen. Triff endlich Entscheidungen, nie mehr in ne Kneipe gehen. Nie mehr halbe Sachen, einmal einen Plan vollenden. Du bist viel zu alt, um deine Jugend zu verschwenden. Also lass den Selbstbeschiss, sei einfach ehrlich, Mann. Akzeptiere, was du bist, doch liebe, was du werden kannst. Klingt doch gut und weil ich es diesmal ernst mein, nenn ich das einen Grund zum Feiern. Wer kommt mit ins Berghain? Ich brauche neue Freunde, die besser auf mich aufpassen und mich zu meinem eigenen Schutz nicht mehr aus dem Haus lassen. Ich brauche neue Freunde, die besser auf mich aufpassen. Ob mich wohl irgendjemand vermisst, wenn ich morgen nicht mehr aufwache?